Beim Eintreffen war das Tennisheim bereits im Vollbrand. An dem Gebäude selbst gab es leider nichts mehr zu halten. Wir haben jetzt ca. 60 Einsatzkräfte vor Ort plus Rettungsdienst, 6 C-Rohre und 2 Drehleitern mit Wenderohr im Einsatz. Das ganze Gebäude ist einsturzgefährdet, deswegen haben die Einsatzkräfte keine Möglichkeit, das Gebäude zu begehen. Thank you.
jetzt abgeschrieben, ne? Mein Name ist Daniel Kunze, ich bin der Einsatzführungsdienst für die Feuerwehr der Kreisstadt Unna heute und habe hier die Einsatzleitung. Um 23.35 Uhr kriegen wir die Meldung, dass hier eine unklare Feuermeldung eingegangen ist in dem Bereich des Tennisheims. Beim Eintreffen war das Tennisheim bereits im Vollbrand und wir haben sofort mit massivem Kräfteansatz im Prinzip eine Regelstellung ringsum aufgebaut, weil an dem Gebäude selbst gab es leider nichts mehr zu halten. Nebengebäude haben wir noch versucht zu halten, das hat auch geklappt, mit einem Hundesalon, der hier noch angrenzt, der konnte gehalten werden. Während der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass eine Gasleitung in Brand geraten ist. Die wurde erfolgreich durch die Stadtwerke Unna abgeschiebert. Zurzeit ist das Feuer unter Kontrolle. Wir haben jetzt ca. 60 Einsatzkräfte vor Ort plus Rettungsdienst und zurzeit auch 6 C-Rohre und 2 Drehleitern mit Wenderohr im Einsatz. Im ersten Moment geht es darum, die Brandausbreitung auf die benachbarte Kurparkanlage mit jeder Menge Baumbestand im Prinzip erstmal zu schützen, das Gebäude ringsherum abzuriegeln, Gebäudeteile, die man direkt schützen konnte, außer jetzt dieses vorgelagerte Tierpflegeeinrichtung, der Hundesalon, konnte man jetzt kein Gebäude weiter schützen. Ja, man macht von allen Seiten im Prinzip eine Wasserabgabe auf das Gebäude, kontrolliert auch noch von zwei Seiten mit einer Drehleiter jedes Mal, dass man direkt ins Dach reinhalten kann, direkt von der Drehleiter im Prinzip aus der Höhe heraus gezielt die Brandstellen im Prinzip angehen kann. Das ist jetzt auch soweit schon unter Kontrolle, dass wir jetzt schon übergehen können im Prinzip und Nachlöscharbeiten durchführen. Das ganze Gebäude ist einsturzgefährdet, deswegen haben die Einsatzkräfte keine Möglichkeit, das Gebäude zu begehen. Wir haben das unmittelbar mit Vertretern des Tennisheims im Prinzip geklärt, dass keine Übernachtungsgäste da sind, kein Hausmeister da schläft, keine Kinder jetzt gerade in den Ferien da sind und so weiter, sodass wir jetzt nicht nach Personen suchen mussten.
da sicher von ausgehen, dass da keiner im Gebäude ist und das Gebäude eben für uns aus Sicherheitsgründen auch nicht zu betreten ist. Deswegen ist die erste Maßgabe für unsere Einsatzkräfte auch die eigene Sicherheit. Weil das Gebäude ist einsturzgefährdet, dass sich keiner im Trümmerschatten aufhält und so weiter. Das geht die Sicherheit dann unserer eigenen Einsatzkräfte vor. Ist kein Verletzter bis jetzt, auch von den Einsatzkräften noch keiner mit einem Schwächeanfall oder sonstiges, keine Verletzten. So soll es auch weitergehen. Ich denke mal, mit Brandwachen und so weiter, so gute 3 Stunden werden wir noch brauchen. Weil das Gebäude ja jetzt nicht im Prinzip kontrolliert nachgelöscht werden kann, weil das Gebäude nicht betreten können. Wir können keine Brandnester auseinanderziehen. Wir müssen immer warten, bis die Brandnester wieder so viel Energie aufweisen, dass man Feuerschein sieht und können die dann von außen wieder ablöschen.